fand ich heraus, dass die fremde Kraft ihren Ursprung westlich des Fußes der Himmelsstufen hat. Dort muss ein gewaltiges Monster hausen, das das Wetter beeinflusst. Es könnte der Grund für die ungewöhnliche Situation am Grab des leuchtenden Fluts sein. Wir müssen dem ein schnelles Ende setzen, bevor neues Unglück seinen Lauf nimmt. Ich werde mal nachsehen, was das für ein Monster ist. Ja, jetzt müssen wir den Schokoszauber finden. Ich weiß gar nicht, von welchem Monster das ist. Ach, das... Oh, das könnte jetzt... Könnte schon wieder unser Tod heißen. Auch wir haben fast ein Level ab. Wir sind bei 99,5. Ja, der will hier auch noch Elementfragmente haben. Kung-Kung haben wir jetzt. Haha, coole Belohnung. Wir kriegen für die Quest mit Kung-Kung kriegen wir eine Münze, ein XP und ein Nox. Wenn das mal nix ist, ne? Rat der Erde. Oh. Gott, ey, wir haben so viele Quests. Aber ich glaube, wir haben alle Quests angenommen. Ja, haben wir echt tatsächlich. Der Verbrecher. Wir fliegen gerade gegen einen Berg. Das ist natürlich nicht so geschickt. So. Was müssen wir denn nach dem Kämpfen am See und den Himmelsstufen ist die von ausgehender Kraft zurückgegangen. In der Zwischenzeit bla 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 bla. So, geht zum Westen der Himmelsstufe und tötet die Flora-Amazone. Er startet dann... Oh. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Boss vor uns. Nehmen wir mal ein bisschen hier Lebenspulver zu uns. Wie wir sehen, hat auch dieser Boss, das ist hier die Flora... Oh, scheiße. Das ist noch so ein fetter Boss anscheinend. Oh, wie läuft. Hat auch noch wieder so zwei kleine Anhängsel hinter. Die ziehe ich jetzt mal wieder mit dem mit meinem Gin. Ja, wenn wir ein bisschen in der Nähe wären natürlich. Ziehe ich das weg. Damit ich die Flora-Amazone gleich für mich alleine habe und wahrscheinlich dabei sterben werde, aber... Macht doch nichts. So, die Cooldown von der Erdflamme ist zwar weg, aber... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ist zwar weg, aber die Energie muss jetzt auf 100 sein. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten, dass das regeneriert. Aber in der Zeit habe ich auch die Cooldown wahrscheinlich hier gleich weg. Und das hat sicherlich auch einen großen Vorteil für uns. An welchem Ufer stehen wir denn gerade hier? Ach, guckt mal, wie lustig. Da drüben. Hier drüben sind tatsächlich die, ich höre hier irgendwen. Hier ist irgendwo ein Spieler gewesen. Oh mein Gott. Ich denke so, wieso sind die rot? Die sind doch nur die normalen. Aber es ist ein Level 53er Monster hier. Ja, schick. So, Erdflamme ist wieder aktiv. Wir sind wieder aus der Reichweite natürlich. Gucken wir eben. Nee, ich höre hier schon Gespenster. Unglaublich. Und schieß mich hier. So. Ja, das machen wir jetzt nichts Großartiges. Ja, jetzt versuchen wir die Flora-Amazone mal zu töten. Wir sehen, das ist ein großer Boss mit 20.000 HP. Ich habe mega Angst gerade vor der. Wenn ich das mal sagen darf, machen wir nicht sehr viel Schaden. Und wir haben gerade den Brandfall nicht mehr, weil 10 Minuten um sind. Das ist jetzt auch nicht so toll. Aber irgendwie greift die auch nur mit Gift an. Und das ist ein bisschen lächerlich gerade. Und ich buffe einfach deswegen mal zwischendurch den Brandfall. Weil solange die Frau nicht zu nah kommt und wirklich nur das Gift auf uns macht, kann das Lebenspulver, was wir gerade gebufft haben, das locker gegen regenerieren. Und deswegen sollte das gerade echt kein Problem sein. Ich bin gerade froh, dass wir keinen anderen Kämpfer sind. Also ich glaube, Assassine, da hätte die auch zugeschlagen. Das hätte deutlich mehr wehgetan. Ja. Oder habe ich was verfehlt? Das ist jetzt nicht so toll. Machen wir mal aufladen wieder. Dafür haben wir ja die Zeit. Das macht ja... Naja. Weiß ich gar nicht, wie gut. Wir verlieren jetzt ein bisschen HP, wir sind aber auch bald am Ende und wir können jetzt hier einmal hier den dichten Verjüngungstrank nehmen. Wir haben jetzt zack, Mana und HP direkt wieder voll.
Und zack. Und da haben wir auch schon ein Level Up und ein Elementfragment noch gefunden. Das ist ja super. Ja, Level 34 schon. Oh mein Gott. Und wir haben immer noch nicht diese eine Quest hier fertig. Und ich will jetzt gar nicht auf den Quest-Finden-Button gehen. Ich möchte mir das eigentlich ersparen gerade, aber... nur drei. Das geht ja. Die kann ich zwar nicht mehr annehmen, aber... Also eine könnte ich noch annehmen, aber... Vor allem, ich habe noch eine Ein-Mann-Quest. Okay, aber wie... Ey, das Gift zieht mittlerweile so viel ab. Okay, jetzt sind wir wieder befreit vom Gift, aber es hat schon ziemlich viel abgezogen im Nachhinein. Aber als Fernkämpfer ist der Boss echt nicht schwer. Also ich hatte jetzt echt mehr gedacht, aber... Ich denke mal, der ist so konzipiert, dass man den auch locker alleine töten kann, weil sonst muss man immer wieder Leute fragen, kannst du mir helfen? Und ihr wisst, wie anstrengend das ist. Und da hätte ich wahrscheinlich nicht cheaten können. Jetzt haben wir hier wieder den Kohlestapel, aber den sammle ich jetzt mal nicht ein. Sondern wir fliegen jetzt zurück zum Mentalistseher, um dort unsere Quest abzugeben. Boah, Level 34 und ich habe die Quest immer noch nicht fertig. In zwei Leveln darf ich wieder farmen. Also, überhaupt kein Vor- und Zurück zur Zeit. Schrecklich. Ne, es ist einfach wirklich schrecklich. Ich komme einfach nicht voran. Also, ich komme voran, aber ich komme... Vor allem, ich bin Level 34, ich habe nicht mal meine Level 30er Flügel. Ich nehme immer noch die Flügel, die mir Mana abziehen. Das ist der Witz in Tüten. Hätte ich die nicht, wäre ich voll am Arsch in dem Spiel. Der Verbrecher. Obwohl die fremde Kraft nach dem Tod der Flora Amazone schwächer geworden ist, ist sie nicht ganz verschwunden. Komisch, komisch. Seltsam, aber sie scheint immer noch irgendwo zu schlimmern. Ich fürchte Schlimmstes. Oh je, das Zeichen auf dem Anhänger der Flora Amazone erinnert mich an etwas. Schon in den alten Schriften unserer Vorfahren steht etwas von dieser mysteriösen Kraft. Das Auftauchen dieses Talimans zeigt, wie ernst die Lage ist. Nun denn, ich werde den Anhänger für weitere Untersuchungen behalten. In Ordnung. Erleuchtungsgrad-Guide erhalten. Ihr werdet die Harmonie-Bewusstseinsphase eurer geistigen Bildung betreten. Bitte besucht Fuyu den Taoisten in Achosaur, wenn ihr genug Ruf erlangt habt. Ich verstehe. Ich glaube, das ist auch schon der Fall. Aber das heißt, auch wenn wir wieder zum Taoisten kommen, dass wir langsam zum Ende kommen. Sehr, sehr langsam, muss man noch dazu sagen, natürlich. Aber funktioniert langsam. So. Ja, die Reunie zu Rosshörner können wir wieder raus tun. Wir machen ja nicht mehr die Drachenquest. Den Rest lassen wir jetzt erstmal so drin. Also lagern das hier ein. Die Elementfragmente belassen wir auch mal erstmal so. Jetzt wollen wir... Ach, die Pfeile können wir auch noch reinpacken. So. Dann wollen wir noch mit dem da sprechen, wenn der schon so lila leuchtet. Kung Kung. Geht jetzt zu meiner Frau. Ihre Prüfung wird etwas schwieriger als meine. Ich verstehe. Das machen wir jetzt nicht, weil die Frau hat eine Zeitquest und da wäre ich jetzt ein bisschen gezwungen, die Zeitquest zu machen. Das ist ja jetzt hier nicht der Sinn der Sache. Wir haben schon wieder einen Blutstein gefunden. Oh, ausweichen. Geschickt plus 2, ausweichen plus 30 und einmal unidentifiziert. Dann suchen wir direkt mal einen Händler und gucken, was da noch drauf ist. Gehen wir mal einen Koordinatenassistenz, Manager und Händler da. 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 Oh Scheiße. So. Koordinate direkt wieder rausschmeißen. Da ist der Händler. Ich denke mal, der Blutschein, ja, Vitalität plus 2 oder Geschick und Ausweichen erhöht. Also. Da müssen wir nicht... Ach, wir können nochmal alles reparieren. Ach, und wenn wir schon hier sind, können wir auch alles verkaufen. Gut. So, verkauft. Und jetzt einmal Gegenstand identifizieren für 100. Bestätigen ist jetzt fertig. Ausweichen plus 30, plus 30. Also ist geil. Also natürlich legen wir das an und schmeißen den anderen jetzt hier weg. Also... Ja, da braucht man schon gar nicht mehr diskutieren. Wir haben immer noch viel zu wenig Elementfragmente. Viel zu wenig. Red Bull. Keizen. So, ja, dann wollen wir mal nach Achosau. Damit wir mit dem Taoisten hier reden können.
Ja, mir ist ein bisschen, ich bin müde und dann werde ich ein bisschen schusselig durchgedreht. Und ja, nothing to say about it more. Anyway, Casta Nivana search three people, Pam Lexi. Oh, Lexi Hexi, hahaha. Ich sage, ich bin ein bisschen durch. Die Arbeit schafft mich völlig. Boah, wir haben schon 72 Kohlestab, davon bleibt bestimmt was übrig, das heißt, das können wir vertickern. Das freut mich. So. Ach, wenn wir hier schon sind, wir haben jetzt auch unseren Ruf. Ja, wir haben jetzt 353, wir brauchten ja 300. Das bedeutet, wir können jetzt auch mit diesem einen Kerl reden, der uns den Ruf erklärt. Ich glaube, das ist der hier mit der gelben Flagge. Keine Ahnung, was die hier dafür Leute sind. Oberster Kriegsherr. Hallo. Oh Gott. Ja, Rang 9 ist ein bisschen höher, ne? Rang 1. Wir werden alle, die für dieses Land kämpfen, niemals vergessen. In eurem Ruf wird die Anerkennung der Leute ausgedrückt. Euer Ruf ist nun 300 und ich kenne euch Rang 1 an. Super. Okay. So, jetzt haben wir Rang 1 beendet. Jetzt gehen wir nochmal hier auf Quest und ja, jetzt können wir ein Abzeichen für Rang 1 erhalten. Ihr wurdet auf Rang 1 befördert. Sprecht erneut mit mir, um das Abzeichen Rang 1 zu erhalten. Jawohl, das heißt, wir müssen jetzt nochmal mit ihm sprechen. Jetzt werden hier die Quests rot, weil rot. Ich hätte 20 Quests haben, aber Glückwunsch zur Beförderung. Nehmt diese Marke des Rekruten als Beweis für das Erreichen des ersten Ranges. Ja! Und jetzt sind die wieder normal, weil ich jetzt wieder Platz in der Quest habe. Und jetzt sehen wir, wir haben einen Ring erhalten. Keine Ahnung, warum ich so schäbig gerade gelacht habe. Der hat physischen, ich meine magischen Angriff und physischer Angriff ist gleich. Spice 20. Das hier ist nur noch auf 17 plus 11. Das sind dann 28. Der ist immer noch stärker, der Ring hier. Ich krieg einen Anfall. Wie wäre der? Der macht 19 Schaden. Ja, dann wechseln wir einfach mal den hier. Ey, der Ring ist hier von Level, der ist von Level, keine Ahnung was, Level 15. Wir sind jetzt Level 34 und das ist immer noch besser. Pui, der Tau ist mit sanfter Anmut durch die Zeit gereist, verbeuge ich mich hier in Ehrfurcht von unserem großen Universum. Das Leben, wie wir es verstehen, kann vielleicht hunderte von Jahren existieren. Doch wie kann es hoffen, die Ewigkeit mit dem Himmel zu teilen? Erleuchtungsgrad Guide, Harmoniebewusstsein. Endlich seid ihr da. Seid ihr bereit? Lasst mich sehen. Natürlich bin ich bereit. Ich will es schon die ganze Zeit hier abschließen. Ihr macht erstaunlich schnell Fortschritte. Haha. Ich habe erst in einigen hundert Jahren wieder mit euch gerechnet. Hallo, wie alt soll ich denn werden? Nun denn, ihr seid jetzt bereit für das Harmoniebewusstsein. Wahrlich eine enorme Entwicklung. Erzählt mir mehr von dieser Harmonie, die ihr erwähnt habt. Während dieser Phase sollen Körper und Geist ein gegenseitiges Verständnis füreinander und wie beide miteinander zusammenspielen entwickeln. Indem ihr euch dieser Dialektik gewahr werdet, betretet ihr eine neue Stufe der Wahrnehmung. Wir nennen das Harmoniebewusstsein. Das ist atemberaubend. Am großen See werden die materialischen Geister der Meditierenden von einer Herde gebleichter Toxions gefressen. Wir müssen diese Monster aufhalten, um den Tod vieler disziplinierter Köpfe zu verhindern. Ich meine, sie können ja auch woanders meditieren, das ist ja absoluter Quatsch. Töte diese gebleichten Toxikons und bringt mir 6 giftige Stacheln von ihren hässlichen Rümpfen. Gut, ich gehe sofort. Ja, natürlich ballert der uns wieder mit anderen Quests zu. Nein, so einfach können wir ja das nicht machen, dass einfach Ende ist. Das heißt, wir rennen jetzt wieder zurück zum Teleporter. Und ja, teleportieren dann wieder zu Silberteich zurück und dann werden wir da die Quest, die weitere Quest machen. Ich habe einfach viel zu viele Quests, Leute. Ich blicke hier einfach nicht mehr durch. Ich habe 3 neue Quests. Drei Quests, das ist jetzt nicht viel. Das ist, ja, das ist wirklich... Das ist einfach, Das ist nicht so viel, aber trotzdem... Weißt du, was lustig ist? Okay, der wird, glaube ich, ein bisschen anders geschrieben, ne?
Ja, der wird anders geschrieben. Ich dachte, es wäre genau der gleiche. Also Husu Hisiyako und hier ist der Husiyaoko. Husiyaoko oder so ein Quatsch. Also er trennt sich jetzt nicht sehr stark voneinander, aber das ist jetzt egal. Ich will mir die Flügel angucken. Oh mein Gott, die könnte ich auch haben. Die sind auch cool, aber die sind bestimmt scheiße teuer. Ach, das ist eh ein Assassine. Da kann ich die doch nicht tragen, aber die sind auch schick. Also es war ein Assassine. Dann vergessen wir das, was ich gesagt habe. Laufen einfach weiter. Boah, bin ich fertig, ey. Ja. Und dieses Pferd, wenn wir schon mal dran vorbeilaufen, dieses Pferd hier, das wird das Pferd sein, was ich von der Drachenquest, von den Drachenquest-Punkten mir hoffentlich irgendwann leisten werden kann, aber das wird noch lange dauern, also da kommen noch ein paar Folgen. Es sei natürlich, ich sende mir einfach ein paar Drachenquest-Items und ich verkaufe die, verhökere die auf meinem Account, dann ist das natürlich auch okay. Nein, also ich werde definitiv nicht dieses Let's Play verwenden, damit ich im Game hier irgendwas schnorren kann, also beim besten Willen nicht. Ich schaffe das hier alles aus eigener Hand. Das ist auch Sinn und Zweck dieser Sache, dass ich das halt aus eigener Hand schaffe und das, da muss mir keiner irgendwelche Items zuschicken, mich meinen zu unterstützen oder sonst was. Entweder ich schaffe das selbst oder ich schaffe es nicht. Und dann, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Fertig. Ende der Durchsage. Bam. Ja, boah, wieso liegen hier schon wieder Münzen? Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, liegen hier Münzen. Achso, ja toll. Okay, ich habe gerade keine Lust, mich mit einem Mystiker da zu prügeln, der die ganze Zeit diese Toxions umbringt. Aber ich bin echt mal gespannt, was hier reinkommt, ne, in diesen, in diese Höhle, weil eigentlich finde ich das Tor, das sieht richtig geil aus, aber hier ist einfach nichts drin. Da ist echt ohne Scheiß, da ist nichts drin. Also ich bin da mal reingegangen und es ist einfach nichts passiert. Oh, da ist gerade eine gestorben. Wie traurig. Oh nein. Die Arme. Oder der Arme. Ist einfach gestorben, der Spieler. Hat bestimmt Autoroute angehabt und ist dann einfach da reingerannt. Oh. Oh scheiße, jetzt habe ich voll in die Aufnahme gegähnt und check das nicht mal. Tut mir leid. Ich sage, ich bin ein bisschen durch, aber ich dachte, ich nehme mal wieder ein bisschen auf, damit ich auch mal ein Level up verzeichnen kann. Jetzt werden wir nämlich in der Fraktion, wenn wir hier oben auf Level klicken, werden wir jetzt... Hier. Toll. Also wir steigern unseren Level irgendwie innerhalb der Fraktion nicht so effektiv, aber das ist ja, das ist für mich sowieso eine Spielerei. Also ich bin, glaube ich, die einzige, die so krass auf so einen Scheiß achtet. Ich sehe da so viele Kräuter gerade, aber eigentlich will ich nur die Quest machen. So, 6 Spinnenstachel und dann dürfen wir wieder direkt nach Achosaur teleportieren, natürlich. Weißt du, ich finde es lustig, ich habe früher nie so oft den Teleport in dem Spiel benutzt, wie ich das jetzt mache. Aber ich habe einfach verstanden, dass es einfach komfortabler ist. Früher bin ich wirklich für jeden Scheiß, ich bin geflogen. Und das, ob das jetzt eine halbe Stunde gedauert hat, das war mir scheißegal. Das war mir, ohne Witz, das war mir so scheißegal. Dann hab ich halt eine halbe Stunde gebraucht, dann hab ich mein Buch rausgeholt, bin geflogen, habe dann den Leuten gesagt, ich fliege gerade und bin am Lesen, tschüss. Redet bitte nicht mit mir. Und dann, ja, man hat, okay. So, einmal dadurch, dass das Gift wieder so viel zieht, haben wir hier Regeneration-Ding. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, ich werde von anderen Monstern noch mit angegriffen. Das macht mich gerade ein bisschen unruhig. Boah, wir kriegen 300 Münzen schon von diesen Monstern. Das ist nicht wenig. Wenn man überlegt, am Anfang haben wir 2 oder so, 2 Münzen bekommen. Dann ist das schon die ganze Zeit nur erhöhtes Leben, erhöhte Verteidigung. Wir haben erst 1 von 6 Spinnstachel, also wir sehen, wir brauchen hier länger. Ich frage mich eigentlich, ob das so einen großen Sinn macht, ein Monster anzugreifen und es dann zu... Also ein Monster, das sich selbst vergiften kann, mit Gift anzugreifen. Macht das Sinn?
Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube es auch nicht. Um ehrlich zu sein, glaube ich das eigentlich auch nicht. Aber das soll jetzt hängen. Aber wir haben immer noch 1 von 6. Das ist eine lange Quest und ich werde langsam richtig müde. Ich glaube, ich mache das 2 Minuten, dann haben wir 10 nach 10. Das ist doch eine schöne Schlusszeit. Und in der Zeit haben wir sogar einen zweiten Spinnenstachel. Hier haben wir wieder den Vater, der irgendwie von nichts eine Ahnung hat. Aber okay, nein, ich meine, wenn Leute gerade erst angefangen haben im Spiel, dann habe ich natürlich auch keine Ahnung. Ich spiele...